Hey Leute, hier ist Lionel und ja, wie ihr hier schon sehen könnt, setzen wir heute ein Set komplett in Weiß um. Viel Spaß dabei! Das Projekt von heute ist eine kleine Hommage an dieses Bild hier. Und dieses Bild ist entstanden vor 6 Jahren, ja, im Jahre 2012 und war das allererste Projekt von Luisa und mir. Ja, und Luisa und ich haben uns einfach gedacht, hey, wir interpretieren unser Motiv von damals einfach neu, ein bisschen größer, ja, und ein bisschen mit einem anderen Set. Auch wenn mein Bildstil normalerweise ja eher durch Schatten geprägt ist und mehr düster ist, liebe ich es auch einfach mal komplett in Weiß zu arbeiten. Und für mich ist dabei immer wichtig, dass halt einfach alles komplett weiß ist. Wie jetzt zum Beispiel hier bei diesem Foto oder hier bei dem Projekt oder auch hier, wo halt alles komplett voller Federn war. Wichtig, wenn wir mit der Farbe Weiß arbeiten, ja? Weiß ist eine tolle Farbe für die Fotografie, ne? Hat viele Vorteile, aber zum Teil auch Nachteile, je nachdem, für was wir sie nutzen wollen. Ja? Vorteil von Weiß ist, hey, Weiß ist neutral, passt zu vielen Sachen, ne? Und ist hell. Ne? Hell ist eigentlich immer was Schönes. Und daher wird Weiß immer gerne eingesetzt, ne, für High-Key-Beauty-Aufnahmen. Ne? Dafür ist es super. Ne? Für Produktaufnahmen sowieso, ne? Weiß, was Neutraleres gibt's nicht. Allerdings hat Weiß durch diese Neutralität auch so ein bisschen das Problem, dass Weiß an sich nicht viel aussagt. Ja? Also, wenn wir jetzt dieses weiße Studiofoto uns anschauen, ne, eine Szene ist das wirklich nicht. Weiß ist eben auch eine Farbe, ja, die leer ist. Ne? Wir haben nichts in unserem Motiv drin. Und je nachdem, wo ich fotografiere, ne, hier zum Beispiel ein Bild von einem Homeshooting, kann ich gar nicht so viel draufnehmen, weil ansonsten dieser Bereich hier, den lassen wir jetzt mal kurz irgendwie so aufblinken oder so, sonst einfach sehr, sehr schnell sehr leer wirkt. Das heißt, größere Bildausschnitte funktionieren da eher weniger. Was machen wir also, wenn wir szenisch arbeiten wollen, ja, wenn wir inszenieren wollen? Wir versuchen einfach, die Szene richtig voll zu packen. Und bei der Farbe Weiß müssen wir da echt viel, viel holen. Wenn ihr in einem Altbau wohnt, ja, und ihr habt eine Stuckwand, super, ja. Also wir hier bei uns im Mietstudio, wir haben hier hinten auch diese Stuckwand, die ihr seht, die kennt ihr bestimmt auch schon von anderen Videos, die haben wir selbst gemacht. Kann man auch machen. Das ist schon mal gut, weil dann haben wir zumindest schon mal so eine Grundstruktur. Ist schon mal schöner als so eine neutrale weiße Wand. Ja? Und dann haben wir quasi bei uns im Requisitenlager alles gepackt, was weiß ist. Hauptsächlich ganz viele Ranggittermöbel. Die Ranggittermöbel, die haben wir schon bei anderen Projekten häufig eingesetzt, wie jetzt hier zum Beispiel, na, oder da. Ne? Wunderschön, verspielt, mystisch, zeitlos. Dann Paravas. Ja? Ich liebe einfach Paravas. Ne? Also die hier, ne, die haben wir bei dem Projekt gar nicht eingesetzt. Ne? Die haben vom Stil her dann irgendwie doch nicht so dazu gepasst. Aber ne, so Paravas kann man universell einsetzen. Das heißt jetzt als Hintergrund oder als einfach so als Element. Man kann sie hinter ein Bett stellen, zum Beispiel jetzt hier bei diesem Foto. Ich liebe die Teile einfach. Ne? Hier diese Ranggitter-Paravas, die waren relativ teuer. Die kosten 200 Euro das Stück. Oder so Holz-Paravas, wie bei dem Projekt, das wir jetzt hier eingesetzt haben. Die gibt es schon günstiger. Aber mit so ungefähr 100 Euro sollte man schon einrechnen für so einen guten Paravas. Dafür könnt ihr den auch universell einsetzen und na, wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein Fotostudio habt, dann könnt ihr es auch zu Hause super als Raumtrenner irgendwie verwenden oder so. Ich meine, dafür sind die Sachen ja eigentlich da. Gut, dann haben wir auch noch Laternen dazu gepackt und dann ganz, ganz wichtig, ne, wir haben das ganze Set zusammengestellt, aber da fehlte noch irgendwas, beziehungsweise war für mich halt einfach so ein Störfaktor da, weil wenn alles weiß ist, dann sollte der Boden auch weiß sein. Als Boden haben wir, ne, wir haben jetzt keinen neuen Boden irgendwie gekauft oder verlegt. Wir haben einfach ein weißes Bettlaken genommen, ne, mit so ein bisschen Textur. Das Ophelia-Bettlaken von Ikea
Allerdings die alte Edition, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die neue ist jetzt eher wie so ein Fell, aber die haben wir einfach auf dem Boden, ja, gespannt und in alle Richtungen geklebt, sodass wir halt auch nochmal so einen schönen, fluffigen, weißen Boden auch nochmal haben. Natürlich kann man den Boden nachträglich auch nochmal färben. Ja, bei diesem Foto hier, ne, bei diesem Setting hier, ne, man vergleiche mal, wie sieht es aus, wenn der Boden, ne, bodenfarbig ist, so beigefarben ist, ne, sieht sehr wohnlich aus. Und hier bei dieser Fashion-Aufnahme, ne, da habe ich den Boden einfach entsättigt. Ne, so ein bisschen auch blaugräulich angepasst, ja, passend zu dem Farblook. Ne, sieht schon viel, viel homogener aus, unser Motiv. Ja, und das ist das, worum es mir quasi geht. Ne? Wir erschaffen uns ein Motiv, was in sich homogen ist. Das heißt, wir experimentieren auch ganz viel, stellen viel hin und her, verwenden einige Dinge vielleicht auch gar nicht. Als ich das dann alles so zusammengestellt habe, dachte ich mir, da fehlt irgendwas in der Mitte, ja, und zwar hier hinten das Stuckelement, was ihr hier seht, das ist eigentlich gar kein Stuckelement, das ist einfach nur ein Bilderrahmen, so, und viele von euch kennen den ja bestimmt hier von IKEA, super Teil, ich habe das einfach nur, ne, den Rahmen mal leer gemacht, einfach hier an die Wand gehängt und der passt sich wirklich da super an, ne? Fand ich richtig, richtig schön. Dann fehlte da noch irgendwie ein Rahmen drumherum. Ja, da haben wir einfach ein Hintergrundsystem genommen und einfach Vorhänge an das Hintergrundsystem gehängt. Da braucht man auch keine Gardinenstange. So ein Hintergrundsystem ist für viele, viele Dinge wirklich sehr, sehr nützlich. Und so haben wir quasi einen ganzen Rahmen, in dem wir shooten können. Die Outfits haben wir auch natürlich, ne, angepasst. Das waren jetzt keine fertigen Kleider, sondern das ist auch eine Zusammenstellung aus unterschiedlichsten Sachen. Ich habe quasi alles gekauft, was es aus weißer Spitze irgendwie gibt. Ne? Einen weißen Spitzenbody, dann noch so ein Spitzenüberkleid, was man so drüber ziehen kann. Und was auch gut zur Spitze passt, sind so Petticoat-Röcke. Ne? Die missbrauche ich ja immer ganz gerne, manchmal irgendwie so um den Hals herum oder auch tatsächlich auch einfach wirklich als Rock. Da haben wir auch sehr, sehr viel kombiniert, haben sogar auch mit eigenen Tüllrüschen auch nochmal gearbeitet, um an der Peachy jetzt zum Beispiel noch mehr fluffy Stuff nochmal hinzuzufügen. Etwas ganz Besonderes hatten wir dann für Luisa, ne? Die hatte einen Reifrock an. Ja, Reifröcke trägt man normalerweise eigentlich unter Hochzeitskleidern. Ne? Ihr kennt das vielleicht auch schon aus der Renaissance oder Barockzeit. Und das Schöne an diesem Reifrock war, der hat eher so eine Skelettstruktur. Das heißt, der war so gar nicht durchgehend, sondern ihr seht es ja gerade. Den zieht man eigentlich drunter. Ich habe ihn allerdings über das Kleid drüber gezogen. Und das hatte einfach nochmal so eine ganz coole Fashion-Wirkung. Da muss man aber auch viel einfach, ja, offen sein, experimentieren, ne, Kleidung zusammenstellen, schauen, wie sieht es aus, ja, um am Ende zu sagen, hey, wenn es passt, wenn es zu eurem Motiv passt, nice. Wir haben also darauf geachtet, dass wirklich alle Bildinhalte aufeinander abgestimmt sind. Ja, also sowohl die Kleidung als auch das Set sprechen alle insgesamt eine Sprache. Das Schöne an weißen Sets ist auch einfach, jeder Farbklecks fällt auf. Ja? Und Luisa hat zum Beispiel jetzt hier rote Lippen gehabt und ich liebe einfach diesen Look, wenn du alles weiß hast und dann hast du so einen kleinen Farbklecks, zack, einfach nochmal schön rauskommt. Wenn ihr euch auch so kreativ austoben wollt, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so den Platz oder das Equipment oder 1000 Requisiten habt,
Dann habe ich für euch jetzt eine gute Nachricht. Unser Elysium, ja, mein neues Studio, hat jetzt nämlich eine neue Homepage. Na, da könnt ihr drauf gehen. Unsere Mitarbeiter waren ganz fleißig und haben sie wunderschön gemacht. Das Studio lässt sich halt auch mieten. Na? Also das heißt, vielleicht sehen wir uns ja hier wirklich demnächst. Na? Wenn ihr vorbeikommen wollt, eine Besichtigung machen möchtet oder ihr direkt euer Projekt umsetzen möchtet. Ganz viel Spaß noch mit den anderen Videos. Ja, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, ihr!